Hallo, mein Name ist Daniele Aprile. Herzlich willkommen zu Musiker Talk. In dieser Talkreihe geht es um Stories und Themen, die MusikerInnen erleben und bewegen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musiker Talk. Heute zu Gast Tobias Stolz. Großer Applaus. Hey. Tobias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Hast du ja nicht weit gehabt, du wohnst ja auch in Weilheim, falls man das im Internet sagen darf. Darf man auf jeden Fall sagen. Okay. Wahl-Weilheimer quasi. Ja. Ich hatte sogar die Wahl, ob ich laufen soll oder mit dem Fahrrad. Aber irgendwie sollte ich irgendwie so... So Musikinstrumente mitnehmen. Musikinstrumente. Ja. Mein Instrument ist ja dann doch irgendwie... Meistens ein bisschen größer, deswegen. Genau, ja, das bringt mich zum ersten Punkt. Stell dich doch kurz vor, wie du heißt und was du hier tust, also grundsätzlich. Ja, allein der Tatsache geschuldet, dass ich nicht gelaufen bin. Also ich bin wahrscheinlich nicht Gitarrist, ich bin wahrscheinlich nicht... Ein Sänger bist du auch? Sänger bin ich auch nicht. Okay, ich bin Schlagzeuger und bin dann deswegen noch mit dem Auto gefahren. Genau. Wie meistens, für die Schlagzeuger ist eigentlich immer so, die Schlagzeuger fahren ja meistens zu den Gigs, weil die immer die großen Autos haben. Ja. Oder du musst bei einem großen Act spielen, dann brauchst du gar nichts, dann musst du ja nichts mitnehmen. Das stimmt. Und vielleicht die Favorite Becken und die Snare, wenn du so ein Snare-Nerd bist. Aber da können wir später zu kommen. Eine kurze Fragerunde zum Anfang. Letzter Gig? Was war dein letzter Gig? Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich tatsächlich erinnern, weil es ist unfassbar, es ist tatsächlich, war das vergangenen Samstag. Ah, okay, ja, gut. Ja, also... Okay, aber das ist jetzt, weil es jetzt gerade wieder losgeht. Weil es jetzt wirklich in diesem Moment gerade auch wieder ganz direkt anfängt und es war so eine Anfrage von 5 Sekunden vorher, 5 Sekunden vor dem Gig quasi... Ja, eigentlich hat ja auch keiner damit gerechnet, dass es da jetzt schon losgeht und das war so eine ganz spontane Zusammenstellung, wofür ich natürlich sehr dankbar bin, da auch die Chance gehabt zu haben, jetzt direkt wieder starten zu können. Wo hast du denn gespielt oder mit wem? Das war in Karlsruhe. In Karlsruhe, da kommst du auch her, ursprünglich so. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Ort neben Karlsruhe, der heißt Waldbronn. Waldbronn kennt man. Ja, Waldbronn ist Weltmetropole. Von drei Orten. Ja. Ja. Wald... Bronx und Waldbronx. Waldbronx. Das sind immer die Tags, unter den Brücken, unter den Bahnbrücken, die Waldbronx. Genau, ja, so wie Heilbronx. Die jugendlichen Tags, ja. Und innerhalb dessen Reichenbach ist. Okay, alles klar. Ist der Ort, also irgendwo das Albtal hinere, würde man sagen, von Karlsruhe aus. Ah, jo, ich kann kein Karlsruhe Badisch kann ich nicht. Aber ich würde es erkennen. Die haben immer so einen speziellen, die habe ich das Gefühl gehabt, dass sie immer so ein bisschen. Nach unten aufgehört haben, so also ein bisschen. Die badische Variante, die traurig badische Variante. Weil bei den Badnern, so Richtung Schwarzwald und so hier Ortenaukreis, dachte ich immer, die sind immer positiv und fröhlich. So, das habe ich immer sehr. Und bei Karlsruhe ist immer so, da ist immer so nach unten gegangen. So die Sachsen-Badens quasi vom Sound her. Egal, wollen wir es nicht weiter. Gehen wir drüber hinweg. Da muss man auch gar nicht so genau drauf. Nee, ist egal. Ich habe auch keine Ahnung, ich komme aus Unterfranken. Hab ein rollendes R und alle sagen, wir kommen aus Hessen und egal. Und ja, dann alles. Und Bayern ist ja alles Bayern, auch Baden-Württemberg ist Bayern für Norddeutsche. Also ja klar, sobald du, also letztendlich bist du ja Schwabe, sobald du... Südlich der Elbe. Südlich bist du schon Schwabe, ja. Genau, bist eigentlich alles Schwabe. Ich meine, Berlin kennt man auch nur Schwaben, deswegen, ja. Genau. Okay, kannst du dich an deinen ersten Gig erinnern? Den ersten Gig ever? Ja, also jetzt nicht hier dein erster, genau, nicht deinen ersten Auftritt in der Musikschule vielleicht, sondern schon so deinen ersten Semi-Pro-Gig, so, wo du dich als Schlagzeuger gesehen hast und nicht als auch, jetzt hat mein Lehrer gesagt, ich soll mal mittrommeln und dann machst du dumm, 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 du, 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 du. Ist tatsächlich so, ja, dieser Rhythmus, den du gerade dumm, 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 klar, ja, natürlich. Der ist eigentlich gar nicht schlecht, denn tatsächlich mein allererster Gig, wo ich mich wirklich ganz bewusst daran erinnern kann, habe ich tatsächlich Conquest of Paradise. Natürlich! Natürlich! Was für ein Jahrgang bist du? Sag's mir kurz. Also, du bist 85 oder 86. 85. 85 bist du, ja. Ja, da hast du es noch mitbekommen. Hast du noch Henry Maske, hast du Henry Maske geguckt, noch Boxer? Ja, ja, ja. Ja, ich auch. Und es war so,
ich habe zu der Zeit habe ich Orgel gelernt. Also das war die elektronische Heimorgel. Natürlich haben das wir. Das war dieser Begriff auch mit zwei Manualen so, ja. Klar. Fuß. Ja, Fußball, Fußball kann ich auch spielen. Also ich habe die. Kannst du echt mal? Ja, also die steht noch bei meinen Eltern. Die steht mega, jetzt. Und die darf nicht weg. Ich gebe zu, ich habe mich schon länger nicht getraut da dran, weil das sind ja doch so mit Tönen, wo so Obertöne. Tonleiter ja. auch und so. Mhm. Und als ich dann Schlagzeuger geworden bin, ist das irgendwie mir verloren gegangen. Nee, Quatsch. Ja, Töne ist auch völlig überbewertet. Ich ja. hab da Rhythm is first, ursprünglich, das wissen wir Rhythm first, genau. Ich habe ursprünglich Orgel gelernt und dann war es aber so, dass die Schule, die Privatschule dieser Orgellehrerin, der ich unfassbar viel verdanke tatsächlich, der Dame, die war quasi gegenüber meines Elternhauses, so ganz direkt, so fast schon Nachbarn. Und deswegen war das so die allererste Verbindung, bin ich dann immer rüber und habe dort Orgel gelernt halt so. Aber ich habe dann halt auch irgendwie sonntags mittags auf meinem kleinen Kinderschlagzeug rumgetrommelt. Ja? Mhm. Also meine Eltern, ich habe bei meiner Oma immer auf den Mülleimern Klassiker. Und den Kochtüm, Klassiker halt, wie man es kennt, für Schlagzeuger. Und irgendwann haben mir meine Eltern so ein Kinderschlagzeug hingestellt. Und da habe ich halt sonntags mittags, während meine Eltern Mittagessen gekocht haben, habe ich immer Schlagzeug gespielt. Cool. Und irgendwann kam tatsächlich meine Orgellehrerin und hat halt angefangen, in der Nachbarschaft rumzufragen, wer hier immer Schlagzeug spielt und so. Sie findet es total gut, aber sie wollte mal rausfinden, wer das ist. Und ja, meine Eltern waren so, ah ja, das ist unser, ja, tut uns leid. Unserer Sorry, ist es vielleicht laut. Und die dann so, nee, das ist super. Der Junge muss unbedingt Schlagzeug lernen. Ah, ja. Und ihr verdanke ich das eigentlich, dass ich dann zum Schlagzeugunterricht. Dass der Buwe zum Schlagzeugunterricht durfte. Genau, dass er zum Schlagzeugunterricht durfte. Ich habe dann parallel auch noch Orgel gespielt und dann war eben ein Konzert von dieser Musikschule. Da habe ich dann auch Orgel vorgespielt natürlich und es gab eben auch eine größere Zusammensetzung, wo ich dann mein Kinderschlagzeug mitgebracht habe. Ich kann mich da wirklich offensiv dran erinnern, das ist total geil. Da waren dann vier Orgeln, haben mitgespielt. Conquest of Paradise in einem riesigen Radau und ich saß mittendrin und habe ich habe tatsächlich, das muss ich jetzt mal ganz im Ernst, ich gucke jetzt mal kurz in meine Stocktasche, wenn du mich kurz aufstehen lässt. Naja, das sieht man kurz nicht. Ja, das ist nicht schlimm, weil da fällt mir jetzt echt gerade was ein. Wir sind ja total spontan unterwegs und jetzt mal ohne Scheiß, das habe ich quasi noch nie jemandem gezeigt. Das ist deine original Stocktasche vom letzten, vom dieser ersten. Stock hier. Den hatte ich da dabei, den habe ich immer noch nach wie vor in meiner Stocktasche, weil ich den als Glücksbringer oder sehr besonders für mich. Okay. Den hatte ich damals von meiner Lehrerin bekommen, speziell für diesen Gig. Geil. Und den hat sie mir dann geschenkt. Ah ja, super. Und den habe ich nach wie vor noch immer dabei. Also, okay, aber jetzt, ich kenne dich ja schon ein bisschen besser. Jetzt erschließt sich für mich auch, wie du dann letztendlich dann doch auch noch zum Bass gekommen bist. Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, da ist ja schon Orgel, hast du den Fußbass, das Schlagzeug, die Rhythmik und dann hast du das irgendwie statt mit den Füßen mit den Händen dann den Bass gemacht und dann quasi, geht das. Okay, da hast du, jetzt ist ja die Geschichten, Longhorn und Metal gespielt. Oder nicht? Absolut. Es war aber auch so, also wie ich tatsächlich dann auch dazu gekommen bin, viel Bass zu spielen. War so, ich hatte ja dann Schlagzeug gespielt, ich hatte Orgel gespielt und wir waren halt vier Freunde, die eine Heavy-Metal-Band machen wollten. Uns waren halt zwei Schlagzeuger, ein Freund von mir und eben ich. Und ich war halt der halt dann irgendwie noch was anderes konnte mit so Tönen auch. Ja, genau. Und dann hatte ich einen Bass gekauft und dann habe ich halt Bass gespielt. Also siehst du, ich kenne die Geschichte immer nur so, dass alle spielen Gitarre, einer spielt Schlagzeug und der am besten spielt, spielt Leadgitarre, der am zweitbesten spielt Rhythmusgitarre, der am drittbesten spielt Bass. Ja, genau. Und im Idealfall singt er noch, wenn es keine anderen gibt. Ja, sehr gut. Und so werden die meisten, so sind viele Bands gegründet worden. Mit singenden Bassisten. Mit singenden Bassisten, ist nicht umsonst so. Ja. Schlechteste Gitarrist muss Bass spielen. Sehr gut. Ja, in dem Fall super, ja, coole Geschichte.
der Schlagzeuger, der ja, zufällig noch irgendwas ja. anderes... Ich hab in der Schulband dann immer Bass gespielt, ja. weil die Lieder waren ja alle einfach, sag ich ja. mal, und da hat der Bass dann wieder mehr Spaß gemacht. Also, und Bass konnte dann nicht jeder. Ja. Also, die ein bisschen Gitarre spielen konnten, die konnten halt auch nur ein bisschen Gitarre spielen. Ja. Ich habe mich damals schon viel auch mit Bass beschäftigt, weil mein Onkel Bass gespielt hat. Und dann habe ich immer freiwillig Bass gespielt. Aber ich habe auch Klavier gespielt dann ja. bei einer Nummer, weil Klavier da war und ich war der Einzige, der Bock hatte, auch noch was anderes zu üben. Also, ja. deswegen ist gut. Also, Multi-Instrumentalist sein, es macht auf jeden Fall Bock. Ja, auch wenn es nervt, also die mit den anderen Leute nervt. Wie immer im Proberaum bin ich dann immer früher gekommen und habe am Schlagzeug dann gespielt. Ja, okay. Und das hat dann alle genervt, weil die aufbauen wollten. Und ich habe da so immer so, ich habe versucht, da irgendwie einen coolen Shuffle-Groove zu machen, weil er hat überhaupt nicht gegroovt, aber dann ging es nicht. Ja, letztendlich glaube ich, dass es allgemein für jede Band, aber eigentlich letztendlich, abgesehen von so einer Situation, ey, bau deine Gitarre auf und gib mir jetzt mein Schlagzeug, ja. ist es, glaube ich, total hilfreich, wenn jeder vom anderen auch was weiß. Es ist musikalisch einfach nur sinnvoll, glaube ich. Ja. Und deswegen bin ich auch ganz froh darum. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich zuerst eine Akustikgitarre besessen habe, bevor ich diesen Bass besessen habe. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja, für viele Eltern macht das ja auch keinen Unterschied erstmal. Also, ja, stimmt. Also die können da jetzt nicht unterscheiden. Es gibt die Bassgitarre und die Gitarre. Ich glaube, ich hatte sogar zuerst. Wir kaufen den Jungen mal eine Bassgitarre und dann kommen sie mit einer Gitarre an. Weil ja, der Verkäufer, genau. der Musikalienhändler im Nachbarort ja. Immer halt dann, ja, die Gitarre, das ist auch gut. Das ist fast das Gleiche. Fast das Gleiche, hat nur mehr Seiten. Das hat mehr Seiten, kann er mehr Töne spielen. Ja. Genau. Nee, ich glaube, den Bass habe ich dann tatsächlich speziell für die Metalband gekauft. Ich hatte den auch so vollgeklebt mit so Stickern. Natürlich. Metallica-Sticker. Klar, und, das macht man eigentlich, die Gitarristen machen das auf Koffern. Ja, ich hatte keinen Koffer, ich hatte nur so eine Geekband. Okay. Also ich hatte nie eine Rock- oder eine Metalband. Ich bin ja der totale lame Gitarrist. Ich habe einen großen Bruder, den du ja auch kennst. Ja. Und ich habe nur Funk-Sachen oder so Soul-Sachen gespielt. Jamiroquai, James Brown, Stevie Wonder, ja. So Incognito oder was. Und habe eher die Funk, die Rhythmusgitarre gespielt. Deswegen, ich habe nie, ich habe keinen Rock, kein Metal, also nicht. Also Metal ja. sowieso nicht, aber ich habe nicht mal. Also nicht mal freiwillig so Hard Rock, kein AC/DC oder irgendwas. Ich kann also die Genres auch gar nicht alle also ich mische die alle zusammen halt. Alles für mich alles halt. Ja, in der Zeit hatte ich halt Haare bis über die Schulter. Haare bis hier. Also trotzdem nicht für die Rockgitarrenkarriere. Und irgendwie hat sich das. Wir waren halt, wie gesagt, diese Band, die auch außerhalb IMA zusammen war, IMA. Das war einfach so die langhaarige Type. Ah, jo. Ja, und ja, es war auch eigentlich so, dass wir in der Zeit, wir waren so ein bisschen diese Typen halt, aber wir waren, mit Chucks natürlich. Wir waren auf jede Party eingeladen. Klar, die coolen Typen. Mit Chucks, ja. lange Haar mit langen und verwaschene Jeans. Genau, und wir waren auf jede Party eingeladen, weil jeder wusste, wenn man uns einlädt, dann bringen wir zwei Kisten Bier mit. Und dann ist halt, dann ist Action. Musik. Und dann ist Musik und dann ist Headbangen und dann ist geil. Dann hat man was zum Gucken oder sich drüber lustig machen oder ein Bier mittrinken oder wie auch immer, ist egal. Es war ja, aber Zeit, mal so, nicht missen. Ja, aber ich kann mich auch erinnern, auf einer Party gewesen zu sein. Da hat er irgendwie ein cooler Typ, den ich echt cool finde, so eine Rampensau, ein Sänger gewesen, der ja. ein bisschen Gitarre spielen konnte, aber hauptsächlich Sänger war auf Deutsch. Und der hat dann quasi so halt in ein Lied gesungen und dann hat er, ich glaube nicht, ob es Ärzte oder irgendwas war, und der hat dann quasi so ein Solo gefaked und hat dann quasi irgendwas gespielt und dann ist er kurz hochgerutscht, hat, aber hat nichts gemacht quasi. Nee, nur hoch und runter, also eher Geräusche, so als würde er Solo spielen und wollte halt da, nicht so als Gitarrist, weil also ich war da 14 und dachte mir, Junge, was machst du da? Ja, was ist das denn? Du machst doch gar nichts. Also es ist nicht mal, also es ist kein DJ-Effekt, oder ich meine, es gab schon DJs, ja, mit Schallplattenspieler, aber das war totaler Quatsch. Also deswegen auf Partys immer, da war ich dann, fand ich immer ein bisschen komisch, diese Jungs. Ja. Aber gut, das war jetzt. Also wir haben keine Musik gemacht auf den naja, Partys. Bier dabei gehabt. Wir haben halt Headbang, ja, in der Mitte stand die Bierkiste und dann außenrum standen mega, die Headbanger und cool. Natürlich haben wir Musik dabei. Okay. Ja, aber weiß ja nie, ne? Passende. Apropos dabei, so eine kurze Gear Talk-Frage. Was ist dein letztes
Gerät, sag ich mal, dein Instrument oder was hast du denn letztes gekauft? Wir machen das ja gerne. Oh, was ich zuletzt gekauft habe. Ja. Jetzt speziell. Ja, speziell Schlagzeug. Also Schlagzeug für Musik machen jetzt nicht in die neueste allgemein. Habe ich, glaube ich, letzte Woche oder noch ein SM57 gekauft. Kann man nie genug mit haben. Einem kleinen Ständer, damit ich besser ins Schlagzeug reinkomme, so beim Recording. Okay. Kleiner Ständer, weil die großen sind auf die Becken im Weg. Genau. Das war das letzte, glaube ich, was ich gekauft habe. Okay. Ja gut, ich meine, in Corona-Zeiten, neues Schlagzeug ist nicht drin. Nee, nicht unbedingt, aber ich habe jetzt mich total dran gewöhnt, sage ich mal, ein fertig mikrofoniertes Schlagzeug im Proberaum zu haben, wo ich einfach komme mit meinem Laptop und das Interface alles verkabelt. Ich komme mit meinem Laptop, stöpsel den Laptop ein und kann direkt recorden. Das ist eigentlich, das ist gut, so muss sein. Ziemlich geil, das will ich eigentlich am liebsten so beibehalten, deswegen habe ich jetzt ein anderes Schlagzeug. Als live. Dabei habe Schlagzeug. Also live, ich habe immer eins in der Garage oder im Auto, so einfach verpackt, weil ich baue nicht dreimal die Woche irgendwo mein Schlagzeug auf und habe. Ich glaube, ich habe insgesamt 6 Schlagzeuge, weil ich auch in 2 Proberäumen unterrichte und halt pro Proberaum allein schon natürlich eins für mich und eins für den Schüler sind schon 4. Und dann habe ich noch 2, die je nach Situation geht es jetzt eher Richtung Jazz, der Geek oder geht es eher Richtung Cover oder Richtung Rock, dann eher noch ein Setup, wo ich auswählen kann. Oder halt, man hat irgendwie ein Mini-Gig irgendwo in der Ecke und als Schlagzeuger braucht man sowieso immer so viel Platz. Ja, Mini-Gig, den können wir später spielen. Ich habe dir ja gesagt, du sollst eine Cajon mitnehmen. Ja, stimmt. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ich habe immer noch, ich habe gerade an meinen Fingern gerochen, weil es immer noch nach geräucherten Bauchspeck riecht. Ah ja. Habt ihr das Essen geschmeckt? Oh, das war unfassbar gut. Ja? Ich bin dir sehr dankbar dafür. Freut mich. Wir hatten das, das war ja schon mal Thema bei uns, mit wie man Carbonara macht. Ich habe das noch. Da saßen, wir kennen uns ja, wie gesagt, wie du schon auch gesagt hast, schon länger. Da saßen wir an einem schönen Sommerabend bei uns auf dem Balkon. Und du hast dein Carbonara-Rezept in mein Handy reingesprochen. Ach so, per Voice-Recorder, ja. Wie man es heutzutage macht. Nur noch und danach habe ich schon oft gekocht. Echt? Ja, yeah, ich hab das dann in die, also kannst du ja die Voice-Memo in die Notizen übertragen. Und da rein. Ist die Voice-Memo im Rezept drin und dann höre ich mir das immer an und es geht, glaube ich, nur 45 Sekunden. Reicht ja auch. Reicht ja völlig, genau. Völlig. Das Video, was ich später vorhin gemacht habe, das hat ein bisschen länger gedauert. Ausgefeilt. Aber das hat auch schon gereicht, um vielleicht einigermaßen irgendwie Carbonara auf die Reihe zu kriegen. Aber gut, das eben war natürlich. Wichtig ist, dass keine Sahne dran kommt. Alles nee, andere. Nicht, genau. Grundsätzlich kann man sogar wirklich echt so variieren. Also, das ist nur das Grundrezept. Also, es gibt Leute, die machen einen Knoblauch dazu oder ein bisschen Petersilie hinten drauf und so. Aber wir wollen jetzt keine Food-Nazis sein hier. Ja. Genau, jetzt kommen wir mal zu dem, zu meinem wichtigsten Punkt, wie ich auf die Reihe gekommen bin, und zwar Gig-Geschichten. Also ich kenne ja, wir haben ja viele Fahrten schon miteinander gehabt und da ist nicht nur zum Wachbleiben, sondern auch einfach so zum Amüsement, erzählt man sich schon mal oder kommt man auf lustige Geschichten, also zum Beispiel auf dem Weg dahin, auf dem Rückweg mit den Veranstaltern, mit man kommt Kunden. Ja viel rum. Genau, hast du eine Geschichte mitgebracht? Man kommt ja viel rum und ich glaube, wir spielen ja schon, also wir alleine spielen ja schon etliche Jahre zusammen und so überhaupt, glaube ich, spiele ich seit 15 Jahren Veranstaltungen ungefähr und da kommt natürlich ziemlich viel zusammen. Jetzt muss ich gerade mal, also crazy ist es oft. Crazy ist oft, ja. Aber es gibt schon so einige Dinge, die herausragen, wo man dann auf der Bühne dasteht und denkt, oh shit, was jetzt? Lustigerweise sind an dieser Situation sind 2 strange Dinge passiert. Also erstmal die Situation an für sich, wo ich jetzt gerade im Sinn habe. Die Situation an sich war die Veranstaltung in einem relativ großen Veranstaltungsort. Es gab einen Ort, da spielt die Band. Mit Tanzfläche vorne dran und so. Und da gab es einen Ort, wo das Essen stattfand für alle Gäste. Waren viele Gäste, okay. So, dann müsste man sich das so vorstellen. Die Band ist in dem Raum, wo die Band spielt. Und dann ging von diesem Raum aus, ging ein langer Gang, der so
gewunden war. Und am Ende dieses Gangs war dann, da war das Essen der Gesellschaft. Und die Aufgabe war aber, zum Dinner zu spielen. Das heißt, wir haben als Band 3 Stunden zu einem sehr langen Dinner gespielt, alleine. Weil keiner da war. Weil keiner da war. Aber die Aufgabe war, zum Dinner zu spielen. Und es war dann so gedacht, dass der Schall durch diesen gewundenen Gang in den Raum reinschallt, wo die Leute essen. Deswegen ist mir das irgendwie als Grammophon-Gig. Kann man sich vor wie so ein Grammophon. Weißt du, das ist wirklich wir haben sicher 3 Stunden alleine gespielt. Das war eine ziemlich crazy Situation eigentlich. Aber es kam es hinten toll an. Ja, ist klasse. Die Leute kamen an und haben gesagt, ich verstehe auf CD. Ja, das ist das beste Kompliment, das ich gekriegt habe. Genau. Klingt wie auf CD. Also das war eine Situation, die ich so noch nicht erlebt hatte. Die aber letztendlich total lustig auch für die ganze Band eigentlich. Du hast halt dann deinen Quatsch gemacht und hast irgendwie deinen Spaß gehabt beim Spielen. Das ist quasi wie eine Probe, wo jemand mit so einem mit diesen, weißt du, diese alten Hörgeräte, wo man so ein Grammophon am Ohr hat, Trichter. Ja, so ein Trichter. Ja. Also da hört dann jemand so dieser Probe sozusagen. Es war schon lustig, aber es war auch strange irgendwie. Egal, auf jeden Fall, irgendwann ging es dann halt, der Abend hat sich eigentlich super entwickelt, es war eine Riesenparty und volle Action, war total geil. Wie es so oft ist bei Veranstaltungen, wo es auch eine Bar gibt dann später, ja, kann man sich schon vorstellen, dass die Gäste Stück für Stück natürlich dann auch mehr getrunken haben. Lebhafter werden. Und es war eine geile Party. Also es war ein super geiler Gig, hat voll Spaß gemacht. Aber es gab eine Situation, wo die ganze Band den Kopf eingezogen hat und dann dachte, oh Scheiße, was passiert jetzt? Und keiner wusste, ob jetzt irgendwie... Ob die gleiche Polizei anrufen muss oder was? Ob du gleich die Polizei anrufen musst, okay. Weil sich Leute gegenseitig die Köpfe anschlagen. Okay. Nee, also es war... Ich war nicht dabei. Das ist bestimmt 10 Jahre. Okay. Schon sehr lange her. Auf jeden Fall war halt irgendwann nach 12, nach 1 sicher. Und dann kam jemand auf die Bühne, der halt gerne eine Ansage machen wollte. Wie es halt oft so ist, und oft irgendwie Gratulanten, die noch irgendwie. Vielleicht möchte jemand. Betrunkene Schwager oder. Genau, der Schwager. Ich glaube, in dem Fall war es der Cousin. Der Cousin, ja, noch besser. Dritten Grades. Ja. Und da hat dann halt das Mikrofon genommen und hat halt eine Ansage gemacht, eine Lobrede auf die Braut, die wunderschönste. Ich kann es mir schon vorstellen. Und hübscheste und tollste Frau auf Erden und er wird sich total gern, also das war dann schon, ja, das klang wo ich dachte, oh shit, Moment, also der Bräutigam steht da, ja, und die Braut, er hat so die Braut direkt an, der Bräutigam steht dahinter, der hat dann schon angefangen komisch zu gucken und dann, ja, er möchte sich für seine geliebte Cousine, die hübscheste ever, möchte er sich von der Band ein Lied wünschen, und ob das würde er so gern für sie singen. Also ob die Band das begleiten könnte. Okay. Er möchte gern... Unabgesprochen. Ja, klar. Weil, er möchte gern I Wanna Fuck Her Gently von Tenacious D. Möchte er gern für sie singen. Und dann war so, den haben wir jetzt gerade nicht im Repertoire. Und selbst wenn, will man den jetzt. Und selbst wenn. Die Situation war dann echt so, dann kamen dann auch Leute, die ihn dann von der Bühne genommen haben, weil es war schon natürlich viel Alkohol im Kopf bei dem Herrn. Und im Zuge dessen hat er dann sein Rotwein noch in den Monitor der Sängerin gekippt, wo dann denkst, shit. Man hätte den Gig eine halbe Stunde vorher, hätte man... Wäre super großartig gewesen. Weil die besten Partys enden ja eigentlich dann, wenn es am richtig geilsten ist. Und ja, dann ist fertig. Aber die meisten denken dann, jetzt ist geil und Verlängerung. Und jetzt muss noch weiter. Und dann geht's bergab, ja. Ja, das ist oft, gerade wenn halt so viel Alkohol, dann, wenn die Leute an der Bar sind die ganze Zeit, es kann dann gefährlich werden. Und das war echt so eine gefährliche Situation, wo man kurz dann dachte,
kommen jetzt die Typen, die ihn von der Bühne nehmen, kommen die, um ihn mit einem Tritt in den Fluss zu werfen, nebendran, oder nehmen sie ihn raus, damit der Bräutigam ihm eins verpassen kann oder so. Aber ich glaube, nichts dergleichen ist passiert an dem Abend. Okay. Sondern wir haben das dann, also wir haben dann quasi einfach wieder, hey Leute, jetzt geht's weiter und nächste Set und Party, und dann haben wir die Leute wieder so in die Party mit reingenommen und haben versucht, die Situation einfach zu überspielen. Okay. Aber es war so echt so eine Kopf-Einzig-Situation. Oh shit, jetzt ist ganz knapp vor Krise. Aber okay, das war dann damit. Jetzt hast du mich an eine krasse Geschichte erinnert, das war richtig. Wir sind da angekommen mit einer PA auf dem Sportplatz, auf dem Sportlerheim. War Open Air, oder was? Open Air, ja, wussten wir auch nicht. Und das war sehr weitläufig, es waren hunderte Gäste da, also das ganze Ortgefühl. Und dann haben wir schon uns geguckt beim Schlagzeuger, oh scheiße, wir hätten eine andere PA mitnehmen müssen. Egal. Weil sie zu klein war. Weil sie zu klein war, ja. Ja, okay. Okay. Das war das erste Problem. Und dann, als wir gerade kamen, war der Bräutigam mit seinen Buddies, das waren alles sportlich tätowierte, krass, ne, nicht geschoren, aber halt so, ich zitiere mal, komm mal her, Junge, wir machen jetzt mal ein deutsches Foto. So, was auch immer das heißen mag. Ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da sind wir gerade zum Rein, zum Aufbauen gedacht, wo man schon, das waren alles so Schränke, tätowierte Schränke, ja, mit Hals-Tattoos, Gesichtstattoo hat noch gefehlt und so krass rasiert, also keine Glatze, keine Klischee aus den 90ern, sondern halt die moderne Variante. Und gut, ich sehe recht ausländisch aus, möchte ich mal sagen. Unsere Sängerin ist dunkelhäutig gewesen, und dann haben wir uns angeguckt, scheiße, was macht man hier, wir sind komplett falsch hier beim Gig. Aber die Braut hatte uns mal beim Konzert gesehen, ja, und wollte uns unbedingt haben. Und dann haben wir halt aufgebaut und dachten immer, oh hier, gucken wir mal, dass wir hier gehen allen aus dem Weg, machen unsere Party und so. Und die ganze Meute, die dann ihr deutsches Foto gemacht hat, die sind dann später, wenn es dann ums Feiern ging, sind die irgendwie in die Fußballerkabine rein. Ja. Also die Umkleidekabine. Ja. Und haben da ihre Onkels gehört, böse Onkels, und haben dann ihre Lieder gesungen und was auch immer gemacht. Ding quasi. Gemacht. Und dann hat man am Ende doch nur in Anführungszeichen das normale Publikum. Aber ja, also ich muss dir echt sagen, ich habe kurz überlegt, wir haben vor so einem Zaun gespielt, der dann zur Straße ging, und hab schon geguckt, ob es irgendwo eine Öffnung gibt. Ob man irgendwo schon. Einfach, falls irgendwie was eskaliert. Oh, weil shit, irgendwie, also es war echt krass, eine beschissene Stimmung. Und jetzt und dann sollst du auch noch einen Gig abliefern. Ja, wir haben unseren Gig abgeliefert, wir sind ja professionell, krass, und so. Aber wenn alle, der Pianist war ein Russe, ja, also ja, den hast du quasi also nicht angesehen, aber wenn du mit ihm geredet hast, hat er ein bisschen Akzent gehabt. Und mir an der Sängerin konntest du auf jeden Fall nicht Deutsch schimpfen oder nennen. Das hat nicht funktioniert in der Szene. Auf jeden Fall, am Ende vom Lied war es so, dass die Jungs, die mit ihrem deutschen Bild waren von der Bildfläche verschwunden, haben dich da mit ihrem Asbach-Uralt in die Kabine. Und wer hat uns dann dumm angemacht? Ein normaler Gast. Also vermeintlich normaler Gast. Wir waren am Abbauen, waren froh, dass wir alles geschafft haben. Trotz Regen, die Leute haben getanzt, ja, alles happy, Job gemacht. Ich habe die letzten zwei Koffer mir geholt. Und dann sagt der, auch so ein angetrunkener Typ, so, und jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt, sonst gibt es noch Ärger hier. Was? Und der hat nicht gesagt, wegen denen da drin, sondern der war halt so akku, der fand die Sängerin gut. Ja. Und die Sängerin hat ihn halt abblitzen lassen. Immer. Also, das wissen, ich singe hier, und dann kommt so einer, so, hey, hier. Ey, das so ist ja oft eine große mega assi, ja. Aber das Ding war, das war der normale Typ, weißt du, irgendwie halblange Haare, irgendwie sein feines Hemd und Hose, ja, und alles, ganz cool. Und der so, seht zu, dass er jetzt Land gewinnt, sonst gibt es Ärger. Und dann hast du gedacht, shit, okay, alles klar. Da waren wir auch froh, als ich im Auto war und dann auf die Straße. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt noch Gage bekommen haben, dann sind wir richtig glücklich. Also das war dann, gab es dann hinterher. Es hat alles geklappt, waren alle zufrieden. Ja. Und die die Musik nicht gefallen hat, die haben sich ja gar nicht beschwert. Also die waren dann nicht einzig. Aber das hat mich schon, das glaube ich dir. Ich meine, das war eine Geek-Geschichte. Allein schon dahin zu kommen und die Situation, wo du denkst, oh shit, sind wir hier überhaupt? Ja. Richtig, oder können wir über Party so, und dann als Jugendlicher, dann hast du einen guten Geek gemacht, und dann kommt so ein Arsch, und dann kommt so ein
Pisser. Bescheuerter ja. Abschluss, sag ja, ich mal, das dir eigentlich den ganzen Tag dann noch mehr zerstört. Das ja, am Ende waren wir froh, also wir waren, am Ende waren wir froh, dass es geschafft hat und also ich meine, ja, der klar. eine Typ, der hat jetzt, hatte ich am Ende, das war so kurz, das war dann auch wurscht. Aber wie gesagt, das ist also der, die Einstiegsszene hat schon, also hätte es auch verfilmen können. So. Ja. So, also der hat aber, die haben irgendwie keine Sprüche zu uns gemacht und so, also nicht direkt, okay. sondern von beiden. Okay, jetzt krass. Gehen wir wieder in die positive Richtung. Bei so geilen Gigs, ne? Also vor allem wenn man Hochzeiten spielt, aber auch so oder Commercials hier für Firmen feiern, da muss man ja immer ganz tolle Lieder spielen. Wenn man jeden Samstag spielt, wie wir vor Corona denn es gemacht haben, müssen ja auch immer viele Lieder gespielt werden. Hast du ein Favorite-Lied, also eins, was eigentlich überhaupt nicht ich sehe da Anführungszeichen. Also ja, also ist ja auch Video. Favorite. Ja, ja, dein Lieblingslied, das du so gerne jeden Samstag gespielt hast, rauf und runter. Ja. Ich habe so viele, ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe eins auch, aber das verrate ich jetzt nicht. Das würde ich gerne wissen. Also mein Lieblingslied, also später dann offen. Nee, ich kann aber jetzt sagen, mein Lieblingslied, worauf ich mich immer freue, wenn wir das spielen, also freue, ist This is the Life von Andy McDonald. Das geht mir immer so auf den Gigs. Weil als Gitarrist, ja. Ich meine, du hast eigentlich nur vier Chords. Ja, aber das ist... Ja, aber wie ich dich kenne, spielst du die Melodie noch gleichzeitig zu den Chords, oder? Ja, aber das, ja, aber trotzdem, selbst das genügt mir nicht. Aber ja, aber jetzt erzähl du mal. Das ist für mich viel interessanter. Was hast du denn deine Lieblingsnummer, die du oft spielen musst, oder oft angefragt meine Lieblingsnummer, wird, die ich nicht spielen möchte, aber oft zu angefragt oft wird. Spielen musste, ja. Die ist jetzt letztendlich wahrscheinlich auch schon wieder glücklicherweise nach Corona wahrscheinlich jetzt auch vorbei, schätze ich. Oder es kommt wieder. Oder es kommt wieder, das weiß man nicht. Es war, das ist auch schon, ach Gott, wann kam das raus? Das ist auch einige Jahre her. Ich glaube, da kannten wir uns auch noch gar nicht, weil du warst bei den Gegner dabei, sonst wüsstest du die Story, wie ich diesen Song kennengelernt habe. Es war auf einer Veranstaltung. Wir haben gespielt, hat Party. Und dann kam irgendwann der Veranstalter und hat gesagt, ey, ich habe hier einen super geilen Song, könnt ihr den mal über die Anlage abspielen? Haben wir gesagt, alles klar, machen wir es so. Wir machen jetzt dann gleich Pause und dann machen wir es so zum, quasi nach der Pause zum Get-In, um die Leute wieder zu nehmen. Bring mal deinen Song und danach übernehmen wir weiter. Und dann nochmal Pause gemacht und ich habe das da angeschlossen, dann der Gust, was das ist. Ja, dann sind wir halt nach der Pause wieder hin und dann habe ich den Song gestartet und dann fing der so an, wir ziehen durch die Straße, die Clubs, diese. War das atemlos, okay? Zu der Zeit kannte ich den aber noch nicht. Keiner von der Band kannte den, der war gerade erst irgendwie ziemlich wahrscheinlich ganz neu rausgekommen. Also ich gebe zu, ja. Schlager ist jetzt nicht mein Haupt... ich muss ja sagen, das ist ja, damit nein, das ist ja kein Schlager, das ist ja schon Mainstream gewesen, so erfolgreich wie die war. Die hat zwei stimmt, Echos ja. in Folge gewonnen. Ja klar, das ist auch absolut erfolgreich. Zwei Jahre in Folge, weil sie immer noch die meistverkaufteste Album war. Farbenspiel, ja. Ich weiß sogar, Farben, ey, vorhin hast du irgendwas mit Farben gesagt, gell? Verschiedene Farben, ja. Farbenspiel hieß der. Farbenspiel. Egal, auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt an dieser Veranstaltung, ich kannte den Song, die ganze Band kannte den Song nicht, aber die Gäste kannten ihn. Das heißt, er war in einer Form schon völlig berühmt. Aber die Band kennt es nicht. Und die Band kennt es nicht, so. Weil halt, wie gesagt, also wir spielen, also Schlager ist einfach nicht, noch nie so groß unser Ding gewesen, ist auch okay. So die Ballermann-Richtung, wobei man jetzt irgendwie atemlos, jetzt nicht, ist jetzt nicht die klassische Ballermann-Richtung, nee, aber trotzdem diese Schlagerschiene. Promille-Pop. Ja, Promille-Pop. Ja, es ist, geht halt letztendlich auch darum, was man als Musiker gut darstellen kann und das gehört jetzt nicht unbedingt zu dem, was wir richtig gut darstellen können. Jeder hat halt einfach seine eigene okay. Richtung. Das ist auch also okay. Atemlos. So, atemlos, genau. Und die Leute waren sofort auf der Tanzfläche, waren sofort in Action und volle Party und atemlos. Und wir so, hä, krass, was ist das jetzt? Okay, müssen wir mal kurz, kurz die Chords gehört, während der Song lief. Und dann haben wir quasi, ich habe dann schon angefangen, quasi zum Playback die Drums mitzuspielen, damit halt, dann gibt es noch mehr Push. Ja. Währenddessen hatte die ganze Band den Song rausgehört. Und den Chorus kurz aufgeschrieben. Gut, ich meine, so viel kommt ja da nicht vor im Chorus. Ja. Und dann haben wir quasi, als das Lied dann fertig war, haben wir ganz direkt straight den Song weitergespielt als Band. Und dann haben wir haben sicher 20 Minuten noch diesen Chorus. Einfach immer im Kreis. Und jetzt alle! Es war eine unglaubliche Party. Und wir haben dann direkt, und dann haben wir gedacht, okay,
ab heute ist der wohl im Programm, weil er dermaßen beliebt ist und dermaßen berühmt, alles klar. Und dann haben wir uns darüber natürlich schon erkundigt, weil es natürlich auch schon wichtig, wenn was so beliebt und bekannt ist, dann ist es schon gut, wenn du dann auch ein Programm hast. Und das haben wir dann halt ab dem Jahr, die nächsten Jahre, sehr, sehr viel gespielt. Ja, bis zu dem Punkt, wo es dann halt auch einfach zu viel war. Jetzt muss abgesehen ich davon, dass es sowieso jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, die Schlagrichtung nicht direkt der Favorite war, aber es war halt einfach der Popularität des Songs. Jetzt muss ich dazu, mir fällt mir noch eine Geschichte ein, die wir zusammen hatten. Und zwar haben wir in der Pfalz gespielt und haben da so ein Unplugged Spiel, also im Sitzen. Unplugged Spiel, wenn die Musiker sitzen. Genau, Unplugged, wenn die Musiker sitzen und leise spielen. Ja. Und dann kam die Trauzeugin zu dir und hat zu dir gesagt, naja, hier, die Braut sollte mein iPad anschließen für die Pausen. Lass mich mal überlegen. Und da erzähle ich dir, du wirst dir gleich einfallen. Davor kam schon einer, und also auch ein betrunkener Gast, und hat zu uns gesagt, spielst ja Ulla Ballo. Und ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Entschuldige, spielst ja Ulla Ballo. Dann habe ich mal, was, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Jodi, 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 jodi. Und ich kannte das damals noch nicht. Egal, wir haben das Lied später kennengelernt. Und zwar, als dann die Trauzeugin das iPad angemacht hat. Und dann lief da erstmal atemlos. Und plötzlich sind alle Gäste von der Braut, das war die meisten, sind auf die Tanzfläche gestürmt und haben ihren Disco Fox gedanced, auch einzeln. Und danach kam natürlich Jodi, 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 Hula Palu. Und noch und dann natürlich tausendmal belogen, Wind unter meinen Flügeln. Und wir standen so da und dachten, okay, ich glaube, wir sind halt falsch gebucht. Ich glaube, ich erinnere mich, genau. War das nicht die Situation, wo quasi jede Pause die Leute getanzt haben und während wir halt Unplugged gespielt haben, war der Bums nicht da, die brauchen Bums. Ja, es war nicht nur wegen dem Bums, sondern in jeder Pause lief halt irgendwie Ballermann-Schlager. Ja. Aber... Ja, genau, das war das. So, wenn ich mich richtig... Entschuldige, bitte. Katastrophe. Nee, war alles gut, erzählt euch. Wenn ich mich jetzt... Ich glaube, ich erinnere mich dann jetzt daran, wie das war. Es war aber auch so, dass irgendwie das wirklich eigentlich... Es war offensiv gewünscht vom Veranstalter, dass es Unplugged gespielt werden soll, weil sie das so super cool fanden. Und das fanden sie auch. Aber die Gäste wollten was anderes. Es gab ja so zwei Parts. Es gab den Bräutigam und die Braut. Und die Braut hatte so die Schlager-Abreschi-Leute. Die haben ja dann noch so eine Abreschi-Show gemacht. Weil ich stimmt, so genau. Maxi-Playback-Show gemacht. Ja, das war krass. Also wir waren echt, dann habe ich echt so Hashtag Band plays the wrong gig oder so. So ja, wie Drummer plays the wrong gig, wenn du das Video kennst. Jetzt. Und und am Ende, genau, und die Krönung war dann, als wir abgebaut haben, wo dann quasi das AUX-Kabel verteilt und dann haben die mit ihrem iPhone, mit ihren Handys quasi dann auch noch selbst MP3s, YouTube-Shot gespielt, während die abgebaut haben. Und da habe ich dann auch gesagt, so, ich baue mal ein bisschen schneller ab. Ich bin jetzt... Ja, ja. Gut, aber darauf wollte ich gar nicht... Weil wir haben gut gespielt, wir haben super unplugged, aber es war nicht so... Ja, es war einfach... Wie gesagt, hat nicht viel. Die Gäste wollten das auch. Die Après-Ski-Leute wollten kein Unplugged-Programm, ja. Englischsprachige Unplugged-Musik. Dabei war es speziell gewünscht und soweit ich mich jetzt erinnere, ist es auch im Vertrag so eingetragen gewesen, dass ganz speziell Unplugged-Akustik gewünscht ist, weil ich üblicherweise, wenn sowas speziell gewünscht ist, dann trage ich das auf jeden Fall in den Vertrag ein, damit völlig klar, ich glaube, erinnerst du dich noch, ich habe noch gesagt, ey, komm, lass mal noch eine E-Gitarre mitnehmen, wenigstens, dass eine E-Gitarre auch da ist, und wir haben dann auch gegen Ende, ich hatte auch noch ein kleines Set dabei, Bassdrum, Snare Drum, Hi-Hat, ich habe zuerst Cajon gespielt, und dann haben wir am Ende, oder als dann halbwegs mal zwei Pausen rum waren und es klar war, okay, dann haben wir natürlich noch geguckt, dass wir so viel wie möglich rumswitchen können und noch Richtung Power, aber da ja, wie gesagt, Schlager nicht so unser Ding ist, alles deshalb das hauptsächliche Gewünsch, weil es wurde dann schon getanzt, aber es war halt dann völlig klar, dass in der Pause immer, kann die Trauzeugin die ihr iPad anschließen, sie hat da so eine Playlist und das halt dann... Das darf sie nicht mehr. Das. Aber wir sind, sind zwar kein Schlager, aber jetzt machen wir uns einen Spaß und spielen das tolle Lied. Atemlos? Ah, natürlich. Anspruchslos. Ja, du hast ja eine Cajon Snare dabei. Ja, ja. Und wir bauen jetzt kurz um und dann spielen wir die Nummer.
Bleibt dran. Ja. So, wir haben umgebaut und jetzt geht's mit Atemlos los. Für alle Disco-Fox-Freunde. Oder 1-2 Tipp, je nachdem, wo ihr herkommt. Ja, Disco-Fox, wollen wir es als Swing spielen vielleicht? Okay, liebe Swing-Freunde. Liebe Swing-Freunde. Ihr habt Glück gehabt. Ihr könnt hier zu unserem Swing und Jiven. Genau. Disco-Fox, Swing when you... Swing when you're... Winning als einer... Nee, wir spielen einfach. Okay, du machst ein Intro? Kann ich ein Intro machen? Ja, bitte. Okay, warte mal. Das hat ja mit diesem Besen, weißt du, mit diesem... Ja, ja, du wirst die Witze, die Snare Drum mal ein bisschen putzen. Ja, die ist so dreckig, ey. Das kommt aber alles von dem Besen. Na denn. Wenn wir schon Swing machen, dann spiele ich auch. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Swing when you're winning, auch mit Schlager. Ja. Ja, so cool, also super. Also ich fand die Nummer mega mäßig. Hammer hat, also fand ich mega mäßig, wie auf CD. Wie auf CD. Das klang wie auf CD. Ja. Super. CD. Wobei, so viel habe ich jetzt meine Bassdrum auch nicht gespielt, gell? Hast du die Bassdrum überhaupt gespielt? Ja, ich habe die gespielt, so als Puls, weißt du? Damit kann man eigentlich ja, so hier. Naja, ich hab ja noch. Alles cool, super. Tobias, wir sind schon am Ende. Ach ja, echt? Ja, ja. Ich glaube, wir haben auch länger gemacht. Hast du einen Counter? Wie viel Zeit? Ich habe einen Counter. Nee, aber wir haben länger gemacht als sonst. Echt? Wir kennen uns. Ich bin so froh drum. Ich könnte noch die Story erzählen. Nee, die erzähle ich mal anders. Wie wir uns kennengelernt haben, das war eine super Story. Das machen wir mal für eine spezielle Geschichte. Ja, genau, ja. Alles klar. Tobias, vielen Dank, dass du da warst, dass du den weiten Weg aus der Weststadt in Downtown, Meinheim Downtown, reingekommen bist. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und schaut euch auch die nächste Folge an. Die ist mit der Michelle Walker. Ah, cool. Bis bald. Ciao.